hallo ihr lieben Menschen da draußen. Hier meldet sich der Woiner im Auto auf dem Weg nach Leipzig. Und es ist an der Zeit, meine Gedanken mal wieder in Worte zu fassen und einen neuen YouTube-Clip in die Welt rauszuhauen. Ich habe mir Gedanken gemacht, und zwar um den ungemein schlechten Ruf der Bandleute. Wenn man sich Wikipedia ansieht, dann weiß man, wir sind ultimativ böse. Wenn man sich in linken Kreisen umhört, dann weiß man, wir sind ultimativ böse. Und obwohl, naja, ich selber von mir behaupten kann, einen nicht ganz unwesentlichen Teil dazu beigetragen zu haben, die Mahnwachenbewegung und die Linken zusammenzubringen zum sogenannten Friedenswinter, ja, dann stellt man sich doch die Frage, warum man die Bandbreite dann auf dem Friedenswinter bzw. Jetzt bei der AG Zukunft nicht dabei haben will, weil wir für manche eben doch zu heikel und zu schwierig sind. Nun, ich würde nie ein böses Wort gegen Mitglieder der Friedensbewegung aussprechen wollen. Ich erkläre mich immer solidarisch. Ich lauf auch auf den Demos vom Friedenswinter mit, wenn ich da auch selber als Musiker nicht gefragt bin. Und ich lauf auch auf der TTIP-Demo mit, weil es ja um das Thema geht, auch wenn uns da als Musiker niemand haben möchte. Es geht ja um die Sache, deshalb will ich niemandem was Schlechtes. Ich habe mir nur die Frage gestellt, was können wir dann jetzt eigentlich tun, um wirklich effektiv für eine Verbesserung der Zustände in diesem Land einzutreten. Und da ist mir ein Gedanke gekommen. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Alle, die die Bandbreite kennen, alle, die mich kennen, wissen um meine linke humanistische Attitüde und wissen, dass das, was so über uns gehetzt und erzählt wird, einfach nur gelogen ist, um davon abzulenken, dass wir Musik machen, die die Verantwortlichen für die Schweinereien in dieser Welt beim Namen nennt, dass wir Ross und Reiter nennen. Ich sehe ein Problem. Ich sehe ein Problem in der Überheblichkeit von uns Linken, in der Überheblichkeit gegenüber Otto Normalbürger, dass wir sofort, wenn beispielsweise jemand Angst davor hat, was denn der Flüchtlingsstrom, der gerade auf uns zukommt, für sie bedeuten könnte, dass man einen solchen Menschen, der diese Angst äußert, direkt als Nazi bezeichnet. Es entstehen durchaus Probleme, die im Zusammenhang mit Flüchtlingen oder mit Migranten auftreten können, wo man sagen kann, ja, das ist an dieser einen Gruppe festzumachen, da gibt es Probleme. Und sobald jemand anfängt, diese Probleme zu thematisieren, ohne gleich gegen Flüchtlinge oder Migranten zu hetzen, sondern nur zu sagen, es gibt mit denen hier bei uns ein Problem, dass wir dann blitzschnell mit dem Urteil bei der Hand sind, das sind Nazis. Es war Prinz Chaos, der zu mir gesagt hat, wenn es in Deutschland eine Revolution gibt, dann wird es eine rechte Revolution sein. Und ich glaube, dass er damit recht hat. Und ich mache mir darüber große Sorgen. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu vermeiden, ist, dass wenn ein Normalbürger seine Sorge über die Zustände in diesem Land im nicht politisch korrekten Ton äußert, dass wir nicht gleich anfangen, ihm die Nazi-Kelle über den Kopf zu hauen, weil das ist doch letztendlich das, was den Rechten die Hasen in die Küche treibt. Wenn ich in meinem Song Schön ist hässlich und hässlich ist schön sage, dass die Menschen bei Pegida nicht unsere Feinde sind, dann sage ich das, weil ich glaube, dass man einen Großteil dieser Menschen durchaus mit Argumenten beikommen kann. Dass man denen erklären kann, du, Flüchtlinge sind keine Menschen, die uns etwas wegnehmen wollen, sondern Flüchtlinge sind Menschen, die entstehen, weil wir Waffen exportieren in Kriegsgebiete. Weil wir nicht dagegen demonstrieren, wenn der Westen auf einmal auf die Idee kommt, Libyen und Syrien mit Bomben den Erdboden gleich zu machen und die Flüchtlinge natürlich in die Länder strömen, in denen eben kein Krieg herrscht, sondern Frieden. Ja? Indem wir den Leuten klar machen, dass wenn wir hier Flüchtlinge aus dem Kosovo haben, ja, wird zwar eine Polizeitruppe mit europäischen Mitteln in Kosovo finanzieren, uns ja, die Agrarsituation aber komplett egal ist und die Menschen dort nicht zu fressen haben und keine Jobs haben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Verantwortlichen für Flüchtlinge nicht die Flüchtlinge sind, sondern dass das arme Menschen sind, denen es zu helfen gilt.
Und wenn man den Leuten die richtigen Argumente bringt und denen auch mal erklärt, wer denn eigentlich die wahren Verursacher, ja, die wahren Verursacher dieser Flüchtlingskrise sind, die wir hier gerade haben, ja, dann sind die Menschen durchaus in der Lage, das nachzuvollziehen und zu verstehen. Das Problem ist nur, dass jede Bewegung, die vielleicht auch nur einen patriotischen Anstrich hat, nicht mal einen nationalistischen Anstrich, dass wir die generell abwatschen. Und für mich, der einen Ruf hat, der ja anscheinend sowieso vollkommen im Arsch ist, hat das eine Bedeutung und eine Konsequenz. Für mich hat es die Konsequenz, dass ich fortan dahin gehen werde, wo es weh tut. Dass ich noch mehr Schmähung über mich ergehen lassen werde, weil es wieder heißen wird, der Woyner war da und der Woyner war dort. Mein gesamter Wikipedia-Artikel besteht ja nur daraus, nicht was ich sage, was unsere Lieder ausdrücken, sondern unser Wikipedia-Artikel besteht daraus, wo wir gewesen sind und wie böse die Leute sind, bei denen wir gewesen sind. Ja? Und da können von mir aus noch tausende von Einträgen dazukommen. Denn ich will nicht, dass wenn hier die Situation so krass wird, dass die Kommunen total überfordert sind, dass es zu Spannungen und zu Streitigkeiten kommt, ja? Dass die Rechten dann hier das Lager übernehmen. Denn das ist die Konsequenz der Arroganz, die viele Linke an den Tag legen, indem sie besorgte Menschen einfach nur abwatschen als Rechtsradikale per se. Ja? Und dagegen will ich arbeiten, dagegen will ich als Linker was tun und deshalb werde ich jetzt genau dahin gehen, wo die Menschen solche Zweifel und solche Ängste haben und sie darauf aufmerksam machen, wer eigentlich die wirklichen Feinde sind, wer eigentlich die wirklichen Verursacher ihres Leides sind. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die muss einfach sein und die muss von Seiten der Bandbreite jetzt kommen. Letzten Endes gibt es keine andere Konsequenz, als zu reden und zu kommunizieren. Denn jeder weiß es, wenn der Papa seinem kleinen Jungen eins auf die Fresse haut, wird der Sohn sauer auf seinen Vater. Aber einsichtig wird er mit Sicherheit nicht. Und da ich das Gefühl habe, dass in diesem Land ganz, ganz viele Menschen nichts anderes sind als verletzte Kinder, gilt es, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und endlich zu kommunizieren, mit den Menschen zu reden und für Klarheit zu sorgen, die dann vielleicht auch zu Einigkeit führt, die dann vielleicht auch zu einem politischen Wechsel in unserem Land führt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.